Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich einen brandneuen Unlimited Money Glitch mit Bypass für euch. Mit diesem Glitch dupliziert ihr euch ein Auto in circa 3 Minuten und dafür bekommt ihr dann pro Auto fast 1 Million GTA Dollar. Dieser Glitch sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen schwer aus, aber wenn euer Freund einmal im Glitch-Zustand ist, dann braucht ihr die ersten Schritte des Glitches nicht mehr zu wiederholen und ihr könnt einfach durchgehend die Autos durchduplizieren und euch so die Garage in kurzer Zeit komplett voll machen. Jedenfalls wurde dieser Glitch von Glitch Squad gefunden und er hat mir auch bei den Aufnahmen zu diesem Video hier geholfen und deshalb ist er auch unten in der Videobeschreibung als Founder verlinkt. Ich zeige euch in diesem Video die Variante des Glitches, wo ihr immer ein Auto pro Durchgang dupliziert, aber ihr könnt euch auch mit diesem Glitch mehrere Autos auf einmal verdoppeln und wenn ihr diese Variante lieber machen wollt, dann schaut mal bei Glitch Squad vorbei, denn er hat dazu ein extra Video hochgeladen. Ich wollte zwar auch diese Variante aufnehmen, aber ich hatte einfach keinen Platz mehr in der Garage frei und so zeige ich euch halt eben in diesem Video die normale Variante des Glitches. Jedenfalls funktioniert dieser Glitch zu 100% auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One. Ob das Ganze aber auch auf dem PC funktioniert, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber testet das Ganze einfach selber mal aus. So, ich würde sagen, wir kommen noch kurz zum heutigen Like-Ziel und zwar wären das heute die 1000 Likes und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt einmal mit den Vorbereitungen für diesen Glitch an. Zunächst einmal müsst ihr euren Zielmodus im Story-Modus von GTA 5 auf freies Zielen stellen und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr zusammen mit einem Freund in eine Freundessitzung gehen. Als nächstes braucht ihr eine eigene Firmengarage mit einer Tuning-Werkstatt und dort drinnen muss sich das Auto, welches ihr euch duplizieren wollt, auf dem 6. Stellplatz stehen. Außerdem braucht ihr noch auf dem 5. Stellplatz einen normalen LG RA8, den ihr halt opfern könnt und eure Firmengarage muss komplett voll mit Autos sein. Und ganz wichtig ist es, dass ihr auf dem Auto, welches ihr euch verdoppeln wollt, ein eigenes Nummernschild drauf habt, welches ihr euch halt über die iFruit-App von eurem Handy aus bestellt habt. Denn wenn ihr hier ein Auto mit einem normalen Kennzeichen verwenden würdet, dann kann es sein, dass das Auto am Ende zu einer dreckigen Kopie wird und diese würde dann halt vom Anti-Cheat-System erkannt werden. Und zu guter Letzt muss euer Freund dann noch Mitglied in einer PlayStation 4-Community sein, denn dort muss er gleich irgendeinem x-beliebigen Spieler einmal kurz joinen, aber das Ganze erkläre ich euch dann halt gleich noch genauer. So, habt ihr nun diese Vorbereitungen getroffen, können wir auch schon mit dem Glitch anfangen. Geht nun in eure Firmengarage und wenn ihr dort nun angekommen seid, dann ladet ihr nun euren Freund über euer Interaktionsmenü zu euch in die Garage ein. Ist euer Freund nun in eurer Garage angekommen, dann setzt ihr euch in das Auto, welches ihr euch verdoppeln wollt und wenn ihr nun in diesem Auto drinne sitzt, dann muss euer Freund ebenfalls in das Auto einsteigen. Ist euer Freund nun im Auto, muss euer Freund nun ins PSN gehen und dort geht er jetzt in irgendeine Community, in der er halt Mitglied drin ist und dort sucht er sich jetzt irgendjemanden aus, den er jetzt einmal ganz kurz nachjoinen kann. So, hat euer Freund das jetzt nun gemacht, erscheint bei ihm eine schwarze Meldung, in der drinne steht, ob er wirklich joinen möchte und dort in dieser Meldung bleibt euer Freund nun drinne und macht erst einmal nichts. Und jetzt kommt es echt auf das Timing an und zwar müsst ihr jetzt die Pfeiltaste nach rechts drücken, um in die Tuning-Werkstatt zu fahren und sobald euer Bildschirm jetzt schwarz wird, muss euer Freund einmal die X-Taste drücken. Und wenn er das nun gemacht hat, bekommt er nun eine zweite Meldung und in dieser Meldung wartet euer Freund jetzt ab und drückt nichts weiter. Mehr. Seid ihr nun in der Tuning-Werkstatt angekommen, fahrt ihr jetzt einfach wieder zurück in eure Firmengarage, ohne irgendetwas am Auto zu verändern. Seid ihr nun zurück in der Garage, müsst ihr jetzt ganz einfach aus dem Auto aussteigen und wenn ihr nun ausgestiegen seid, rutscht euer Freund automatisch auf dem Fahrersitz von eurem Auto rüber und steigt nicht aus dem Auto aus. Und jetzt drückt euer Freund einmal die Kreistaste, um die Meldung, in der er sich ja gerade drinne befindet, abzubrechen. An dieser Stelle ist euer Freund nun aber gefroren und kann sich jetzt nicht mehr bewegen und deshalb müsst ihr ihn jetzt entfrieren und dafür müsst ihr jetzt in ein Jobmenü von irgendeiner x-beliebigen Kontaktmission, wie zum Beispiel dem Job für einen Titan gehen. Aber bitte geht auch wirklich in eine Kontaktmission und macht nicht den Fehler, den ich hier in diesem Video gemacht habe, denn ich bin aus Versehen in ein Deathmatch gegangen. Seid ihr nun im Jobmenü angekommen, sagt ihr nun eurem Freund Bescheid, dass er euch nun nachjoinen soll und das kann er am besten über eure Party machen.
Ist euer Freund nun in der Meldung drin, ob er euch wirklich nachjoinen soll, dann sagt er euch nun Bescheid und dann verlasst ihr wieder das Jobmenü und dann spawnt ihr wieder in eurer Garage. Und nun bestätigt euer Freund einfach die beiden Meldungen, die jetzt kommen werden mit X und dann kann euer Freund sich auch schon wieder in eurer Garage bewegen. Und nun habt ihr euren Freund auch schon in den Glitch-Zustand gebracht und wenn er nun in diesem Modus ist, kann er nun an eurer Autotüre spammen, indem er die ganze Zeit die Dreieck-Taste drückt. Und das macht euer Kumpel jetzt auch die ganze Zeit und dann geht ihr zum blauen Kreis in der Garage und dort tauscht ihr jetzt die Autos, die sich auf Stellplatz 5 und auf Stellplatz 6 stehen, miteinander aus. Und wenn ihr das dann gemacht habt, werdet ihr auch schon feststellen, dass ihr das Auto nun dupliziert habt. Nun müsst ihr nur noch das Menü vom blauen Kreis verlassen und dann geht ihr schnell in euer Pausenmenü und dort klickt ihr dann auf Online, Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt und dort klickt ihr dann irgendein x-beliebiges Deathmatch an, welches halt von Rockstar Games erstellt wurde. Seid ihr nun im Jobmenü des Deathmatches angekommen, kann euer Freund auch schon aufhören, die Dreieck-Taste zu spammen und danach verlasst ihr ganz einfach wieder das Jobmenü. Seid ihr nun wieder gespawnt, werdet ihr jetzt merken, dass ihr nun vor eurem Büro auf der Straße gespawnt seid und nun öffnet ihr euer Handy und dort geht ihr jetzt ins Internet und dann kauft ihr euch einen neuen normalen LG RH8 auf dem 6. Stellplatz in eure Firmengarage. Habt ihr das nun gemacht, müsst ihr jetzt draußen vor der Garage warten, bis ihr die Meldung unten links bekommt, dass der LG nun geliefert wurde und wenn ihr diese Meldung bekommen habt, dann dürft ihr wieder zurück in eure Garage gehen. Aber wenn ihr jetzt vorher wieder in eure Garage gehen würdet, dann würdet ihr damit den Glitch kaputt machen und dann müsstet ihr den Glitch von vorne machen. Seid ihr nun in der Garage angekommen, werdet ihr jetzt merken, dass sich das Auto, welches ihr euch ja duplizieren wollte, zweimal dort befindet. Und zwar befindet sich nun auf dem 6. Stellplatz die Kopie und auf dem 5. Stellplatz befindet sich das Originalauto. Und nun müsst ihr nur noch in die Kopie einsteigen und mit dieser fahrt ihr dann ganz einfach in die Tuning-Werkstatt. Seid ihr nun in der Tuning-Werkstatt angekommen, dann müsst ihr jetzt irgendetwas am Auto verändern, so dass sich das Auto auch wirklich abspeichert. Ich empfehle euch wie immer, nehmt einfach das Nummernschild, weil das ist halt einfach das billigste. Und wenn ihr das nun gemacht habt, dann ist der Glitch auch schon komplett fertig und ihr könnt das Auto nun verkaufen gehen für fast 1 Million GTA-Dollar oder ihr macht den Glitch einfach noch einmal. Und wenn ihr den Glitch jetzt noch einmal machen wollt, dann müsst ihr das Ganze ab dem Punkt wiederholen, wo euer Freund halt einfach Dreieck an der Türe eures Autos spammt. Also nur das erste Auto dauert so lange und ab dem zweiten Auto geht der Glitch wirklich richtig schnell. Und das Beste an diesem Glitch ist eben, dass dieser Glitch gebypassed ist und das bedeutet eben, dass ihr alle Autos nacheinander verkaufen könnt, ohne dass ihr dazwischen eine 45-minütige Wartezeit habt. So Leute, ich hoffe nun mal, dass ihr alle diesen Glitch verstanden habt und dann wünsche ich euch nun viel Spaß beim Glitchen. Ich bin jetzt mal raus, habt auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.